Oh, den Geruch hätte ich jetzt nicht erwartet. Hey, yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute testen wir Extreme Crazy Coca-Cola Sorten. Nice. Ich habe ja schon mal zwei Videos gemacht, wo ich verschiedene Coca-Cola Sorten getestet habe, die nicht so normal sind, mit irgendwie mit Erdbeeren, mit Himbeeren, mit Zimt und solche Sachen. Das ist schon relativ crazy, doch was ich heute habe, ist noch viel, viel verrückter. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Also ich habe hier vier crazy Coca-Cola Sorten, ich stelle die euch natürlich gleich im Einzelnen vor. Vorab muss ich sagen, bei den anderen waren jetzt so Sachen wie Erdbeere, Himbeere, da wusste man, wo man sich drauf einlässt. Heute habe ich vier verschiedene Sorten und nur bei einer kann man vielleicht erahnen, wonach sie schmeckt. Zweimal haben wir die Sorte Marshmallow, die einzige, wo ich eben denke, dass man sich den Geschmack denken kann. Dann haben wir Coca-Cola Intergalactic, also keine Ahnung. Coca-Cola Dreamworld, genauso wenig Ahnung. Und Coca-Cola Bite aus China, auch keine Ahnung. Da wir eben bei der Marshmallow-Sorte eine Ahnung haben, wonach sie schmeckt, wenn wir die probieren. Was ich noch ganz kurz sagen muss, die ganzen Sachen sind ohne Zucker. Mist. Ich habe leider die Zuckervarianten nicht gefunden, also mussten wir hier mit Zero klarkommen. Ich mag den Zero-Nachgeschmack nicht, aber ich werde den in die Bewertung nicht einfließen lassen, also keine Angst. Ich bewerte nur den Geschmack und den Nachgeschmack, der halt eben Zero-Getränke haben, den ich nicht mag, werde ich einfach, ja, nicht in die Bewertung einfließen lassen. Marshmallow mit dem Unterschied, dass es mit dem DJ Marshmallow zu tun hat. Kurz Bild hier eingeblendet, wird auch so geschrieben hier wie der DJ, denn der DJ wird auch ein wenig anders hier geschrieben als normale Marshmallows. Aber ich denke trotzdem, dass das der Geschmack Marshmallow sein soll. Wir probieren es einfach mal. Riecht irgendwie wie süße Cola. Ich meine, Cola ist süß, natürlich. Ach, bin ich dumm. Versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie riecht es so, ja, wie extrem süße Cola. Wir probieren es mal. Irgendwie schmeckt es geil. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich Marshmallow-Geschmack ist. Also man schmeckt Cola und man schmeckt noch was anderes. Ich denke, das wird der Marshmallow-Geschmack sein. Aber irgendwie ist es richtig geil, also das hätte ich nicht erwartet. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu, weil ich finde es einfach nur geil. Was steht denn hier drauf? Moment, jetzt wird es interessant. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Melonen- und Erdbeergeschmack. Melonen-Erdbeergeschmack. Hat ja gar nichts mit Marshmallows zu tun. Nö. Ja, ich würde doch nicht sagen, dass Marshmallows so schmeckt, aber es schmeckt mega lecker. Vor allem, da ich Melonen nicht mag, ist ganz komisch. Ich finde es mega leckig. Lecky, wo sind wir jetzt gelandet? Lecker finde ich es mega. Also ich gebe für dieses Marshmallow-Drink, gebe ich 9 von 10 Sternen. Ich finde es mega lecker. Auch wenn es, naja, doch nicht nach Marshmallow schmeckt. Dann gehe ich jetzt zu dem Coca-Cola Bite aus China. Und ich muss sagen, ich lasse das Design jetzt mal ein bisschen länger eingeblendet. Ich finde das so geil. Diese verpixelte Coca-Cola-Schrift. Dann dieses ganze futuristische Aussehen. Ich finde die Dose mega geil, muss ich sagen. Mega geil! Und die ist auch die einzige bei den vier, die ich hier habe, die 0,33 Liter hat und nicht nur 0,25. Also das Design von der ist atemberaubend. Wenn sie jetzt auch gut schmeckt, dann ist das, glaube ich, meine neue Lieblingscola. Ich kann nicht sagen, wonach es riecht. Probieren wir es. Meines Körpers ist glücklich. Ich kann euch auch leider nicht sagen, wonach es schmeckt. Problem ist auch, hier ist nicht so ein Sticker drauf wie bei der anderen, wo irgendwie was Deutsches übersetzt ist, sondern hier sind nur, ja, laute chinesische Schriftzeichen drauf. Das heißt, ja, ich kann damit nicht so arg wieder anfangen. Aber es schmeckt auch wieder mega lecker. Das muss man dazu sagen. Ich würde sogar sagen, ich finde es besser als das gerade eben. Und das gerade eben war ja schon Bombe, sag ich mal. Also, ja, ich weiß nicht. Also Coca-Cola Bite aus China. Müsst ihr probieren. Ich kann euch echt nicht sagen, wonach es schmeckt. Aber mega lecker. Da ich ihm gerade eben 9 gegeben habe. Ich gebe dem jetzt hier auch 9, auch wenn ich es ein bisschen besser finde. Aber für 10 fehlt noch nur so ein kleiner Tick. Vielleicht kommt der bei den anderen beiden Sorten noch. Aber auf jeden Fall Coca-Cola Bite aus China. Auch mega, mega lecker und geil. Mega geil! Kommen wir nun zu Coca-Cola Intergalactic. Ja, wie schmeckt das all? Thomas, selber nachdenken über deine dumme Frage. Das versuchen wir jetzt hier mit der bloß rauszufinden. Hier steht leider auch nur drauf, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmittel. Hilft uns halt auch nicht viel weiter. Aber auch hier findest du das Design eigentlich echt cool. So mit der Galaxie halt so eben. Intergalactic natürlich. Ja, wir probieren es. Oh, den Geruch hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kann ihn auch nicht beschreiben. Aber er war nicht schlecht. Er war nicht schlecht, aber unerwartet. Ich probiere es mal. Was ist das denn?
What? Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich würde sagen, so ein bisschen geht es in eine Zimtrichtung. So ein bisschen weihnachtlich, ne? Haben wir eh bald, also passt ganz gut. So ein bisschen in die Zimtrichtung, würde ich sagen, geht's. Aber es ist auch nicht... Also ich meine, ich kenne ja auch die Zimt-Cola. Die schmeckt anders da. Ich weiß es echt nicht. Ich muss jetzt sagen, ich finde sie persönlich jetzt nicht so gut wie die anderen beiden. Ja, weil ich mag zwar Zimt, aber in Cola passt sie nicht so, finde ich. Ich will auch überhaupt nicht predikten. Ich glaube nicht, dass das Zimt ist, ja, aber etwas, was in die Zimt-Richtung geht. Ja, es schmeckt trotzdem gut. Ich gebe jetzt mal 7 von 10 wirklichen Sternen. Ja, geht mal 2 runter. Ich wusste eigentlich schon vorher, dass das Video so wird, dass ich euch nicht sagen kann, wonach sie schmecken. Nur, ob sie gut oder nicht so gut schmecken. Naja, kommen wir jetzt gleich noch zum letzten. Und der letzte Cola ist die Cola Dream World. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Ganze gute Träume sind, keine Albträume. Das ist nicht lustig. Weil dann wissen wir nachher, wie Albträume schmecken, aber ich will lieber wissen, wie gute Träume schmecken. Hoffen wir mal, dass hier gute Träume mit gemeint sind, mit der Coca-Cola Dream World. Auch hier steht zur Geschmacksrichtung nichts. Das ist eine absolute Frechheit. Weil hier steht es auf Englisch drauf und das kann ich im Normalfall, aber hier steht auch nicht drauf, was es sein soll. Also probieren wir die Coca-Cola Dream World. Das riecht ziemlich fruchtig. Das riecht sehr fruchtig. Also weniger nach Cola, mehr nach, ja, irgendeiner Frucht-Fanta. Ich probier's mal. Es schmeckt auch sehr fruchtig. Aha! Es schmeckt wie Cola mit irgendwas Fruchtigem. Wow, jetzt weiß man genau, wie es schmeckt. Ich weiß nicht, irgendwie geht so in die Exotik-Richtung, also irgendwie so Papaya, Mango. Ja, in diese exotische Früchte-Richtung geht's. Irgendwie. Ja, es tut mir leid, meine Beschreibung, aber ja, ich kann euch aber nicht sagen, wonach es sonst schmeckt. Also, ich würde sagen, The Coda mit exotischen Früchten. Das ist Coca-Cola Dream World, meiner Meinung nach. Ich mag's auch, ja? Ich mag's auch. Ich würde sagen, die ersten beiden waren immer noch besser, aber das hier ist wieder besser als das gerade eben. Deswegen habe ich hier jetzt 8 Sterne für. Wie gesagt, die ersten beiden hatten 9, das gerade eben 7, das Antigalaktik und jetzt dieses Dream World kriegt von mir 8 von 10 möglichen Sternen. So, ich denke, ihr stimmt mir zu. Die Cola-Sorten waren wirklich crazy. Nee. Und auch teilweise crazy vom Geschmack. Also Coca-Cola Bite aus China, wenn ihr die irgendwo mal findet, ey, besorgt sie euch. Die ist unfassbar geil. Alle 4 sind lecker, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mega geiler Test. Ich freue mich, dass ich getestet habe. Und dann hoffe ich, dass euch das Video natürlich auch gefallen hat. Wenn ihr ganz so, lasst ein Video gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.